So, das sind auch schon die Lammhaxen. Das sind dann immer zwei Stück. Meistens tiefgefroren, gute Qualität. Und wie machen wir die? Backofen, ne? Ja, ein ganz normaler Backofen. Und da gehen wir dann gleich dran. So, die Lammhaxen gerade dann auspacken, den abwaschen, trocken tupfen und dann die weiße Silberhaut wegschneiden. Dazu brauchen wir die Lammhaxen, die haben wir ja vorhin gesehen. Ich habe die weiße Haut von den Lammhaxen so weit wie möglich hier diese Silberhaut wegmacht, dass sich das nicht alles zusammenzieht. Und diese Abschnitte vom Parieren, also das ist, wenn man das Fett wegmacht, grob, die nehmen wir noch zum Anbraten. Das wird dann die Lammhaxen tun wir jetzt ganz scharf anbraten. Höchste Stufe, das richtig qualmt. Dazu dann tun wir gleich die Zwiebel rösten. Dann haben wir Suppengemüse, Lauch, Petersilie, Karotte. Wir nehmen noch eine Pastinake. Pastinake dazu und eine Sellerie. Nicht schälen, weil da steckt einfach auch der Geschmack drin. Ja. Als Gewürz haben wir dann später noch Wacholder, Lorbeerblätter. Wir nehmen Lampfung, Thymian, etwas Pflaumenkuvertüre. Und Keine Kuvertüre. was ist das? Pflaumen? Konfitüre. Konfitüre. Also Kuvertüre, ja, das Schokolade. So, gut. Und dazu nehmen wir noch einen der besten Rotweine für umgerechnet 79 Cent im untersten Regal. Das reicht aber auch. In Großküchen wird auch kein guter Wein genommen. So, lassen wir das heiß werden. Und dann kommen die. So, langsam wird es heiß. Ist halt immer von Vorteil, wenn ihr für so Schmorsachen so ein großer Gusstopf habt, der wird auch richtig heiß. Den Backofen, den kann man auch schon anheizen. Da gehen wir dann mal auf knapp 170, dass man eine Temperatur bekommt. So, das haben wir auch. Du holst Rosmarin im Garten. So, hier raucht es dann schon. Nehmen wir mal die erste Haxe rein. So, man wird das richtig scharf anbraten. Das sind die Abfälle. Die machen wir nachher mit rein. Das gibt dann einfach noch alles den kräftigen Geschmack für die Soße. Da haben wir dann die Zwiebeln, den Lampfong, den Wein. Ich nehme jetzt hier noch für die Tomatenmark. Da ist jetzt noch mit Knoblauch dabei, warum auch nicht. Und hier haben wir dann das Suppengrün, schon geschnitten mit Pastinake, Sellerie, Karotte. Da haben wir noch ein bisschen Petersilie. So. So, dass es die Farbe kriegt. Also die Farbe sind quasi die Röstaromen, die Röststoffe. Kann also richtig dunkel werden, schön kräftig. Das ist eigentlich auch immer so ein klassischer Soßenansatz. Ne? Man nimmt dann die Knochen oder das Fleisch, brät an, nimmt es dann raus, dann nimmt man die Zwiebeln, die Fleischreste, die Abschnitte, das Gemüse dann noch dazu, später ablöschen dann mit dem Rotwein. Ja, ne? So kriegt man einfach auch eine leckere, perfekte Gutsoße, gute Soße hin. Dann nehmen wir das jetzt mal raus. Jetzt kommt die Zwiebel. Lassen wir es richtig schön dunkel werden, also auch schon schwarz.
und die Fleischreste. Wenn jetzt einer sagt, ihr glaubt, ihr geht, mag er wohl recht haben. Aber genau das wird später der Geschmack. Ein paar Minuten sind vergangen. Sieht ja schon mal gut aus. Riecht auch schon schön verbrannt. Jetzt schmeißen wir dazu die Wacholder. Ja. Wacholderbeeren, Lorbeerblätter. Setzen wir jetzt kurz mit an. Dann unser Suppengrün. Dann rühren wir das mal ordentlich um. So, jetzt machen wir das Tomatenmark mit rein. Da können wir dann ruhig die ganze Tube. Ich krieg da noch ordentlich was raus. Gib mal her. Ja, ja. So, warte mal ganz kurz. Ich mache hier schon mal kurz was. Das hat ein Mädchen noch was. So. Und das brennt jetzt dann richtig schön auch unten an. Ja. Und dann löschen wir das nachher ab mit Rotwein. Aber wir lassen das jetzt so und jetzt, ja, und jetzt kommt quasi der Wein dazu und dann löschen wir das jetzt ab. Ja, kann man erstmal so lassen, kann man immer noch. Ja. Einmal die Reststoffe lösen unten. Auch gleich. Ja, dafür ist der Wein da, dass man unten ein bisschen hat. Das heißt. So. So. Na, dann kocht es hier schon ein. Dann geben wir den Lampfung dazu. So. Dann die Pflaumen. Konfitüre, mal 4 Esslöffel, aber das könnt ihr auch je nach Geschmack machen. Wenn ihr süß haben wollt, haut das ganze Glas rein. Ja. Ist das zu viel? Mal noch eins, schön kräftig. Ja. Dann machen wir den Thymian. Der ist jetzt nur getrocknet, aber da ist ein Geschmack. Das riecht schon sehr, sehr lecker. Noch ein bisschen. So, das reicht. Mhm. Ja, das reicht. Und ein paar Pfeffer gehört. Ich würde mal warten. Möchte ich? So. Noch ein bisschen vom. Ja. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen rein. Machen wir noch. Also ein geschüttelt war. Ja. Ein bisschen Bratenfond. Ja, ja. Ja. Jetzt das Fleisch. So, dann haben wir das jetzt erstmal so. Und jetzt kommen unsere Haxen da rein. Platz haben. Jetzt muss dann irgendwie alles noch ein bisschen umrühren. So, da müsst ihr jetzt halt verdammt aufpassen, weil der Topf ist heiß, der Backofen ist auch heiß. Ne? So. So.
ausziehen. Reicht, reicht. So, dann ist das jetzt im Ofen und dann immer mal wieder mit dem Holzlöffel umdrehen, umrühren sie so leicht. Und jetzt reduziert und kocht sie das schön runter und wird halt immer intensiver. Und danach passieren wir das, lassen es durch Sieb. Und dann haben wir eine der leckersten Grundsoßen ever. So, 2 Stunden 33. Wir holen jetzt mal das Fleisch raus. Und dann wird der Rest von der Soße weiter köcheln. Lassen wir dann weiter runter reduzieren. Das sieht doch mal geil aus, oder? So, dann nehmt ihr am besten müsst jetzt halt aufpassen, das ist also wirklich massiv heiß. Und dann nehmt ihr jetzt am besten sowas, wenn ihr sowas habt, und holt dann die Lammhaxen raus. Liegt schon, löst sich schon weg das Fleisch. Es ist halt immer gut zu wissen, dass man vorher weiß, wie viel man hat. Also wir müssen jetzt 4 Stück da rausfischen. Schade, dass ihr das jetzt nicht riechen könnt. Das riecht also dermaßen geil. Auf Deutsch gesagt geil, ja. Jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder setzt ihr den Rest der Soße auf den Herd noch an und das weiter runter reduzieren. Da wir aber nachher den Backofen eh nochmal brauchen, tun wir es auch gerade wieder rein. Und ihr habt schon gesehen, wie dunkel die Soße ist. Die Soße ist kräftig und so ein toller Geschmack. Also einfach lecker. Wie du erst? Heiß. Hm? Heiß. Mhm. Schade, dass ihr es nicht probieren könnt. Einfach mega lecker. Jetzt holen wir unsere 3 Stunden 28. Jetzt holen wir unsere Soße daraus. Sag bei der ganzen Nummer immer aufpassen, das ist sehr, sehr heiß. So. Ja, das ist so heiß, das kriege ich alles gar nicht hoch. Dann lass es doch ein bisschen stehen. Ich zeige es jetzt nochmal. Schau mal hier, da haben wir dann hier den Topf schon, ein Sieb. Und dann nehmen wir jetzt einfach die Soße. Nee, ich würde es ein bisschen stehen lassen. Nehmen wir einfach die Soße. Und so werden wir jetzt einfach die eine Soße passieren. Dass wir das ganze Zeug weg haben. Dass wir nachher dann nur noch die nackte Soße im Topf haben. Und dann können wir noch ein bisschen abschmecken. Und eventuell noch ein bisschen andicken. Aber das sieht schon sehr gut aus. Ich zeige es euch mal kurz. Na, dann müssen wir jetzt dann das alles passieren, nennt man das. Könnt jetzt auch noch ein Tuch nehmen, durchs Tuch passieren, aber für unsere Haushaltsküche brauchen wir das nicht. Und da sehen wir mal, ne, das ist jetzt also wirklich braunes Gold. Das ist also feine, konzentrierte Lammsoße. Können wir dann noch Thymian reinmachen. Wir können... wir probieren erstmal so. Ja, Geschmacksträger. Portwein kann man noch einen Schuss reinmachen. Also, so wie es euch dann schmeckt, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das war das. Also, ich lasse ein bisschen abkühlen, dann mache ich da weiter. Und ja, dann haben wir es an sich mit der Lammhaxe. Soße abschütten und das war's. Wir freuen uns immer über nette Sponsoren und stellen auch gern eines eurer Produkte vor.
schreibt uns doch an unter josh-und-felix@gmx.de.